Feuer Jo zusammen und herzlich willkommen, kauf Fies Merch. Und jetzt geht's los mit einer Folge Landwirtschaftssimulator mit jemandem, der nicht stinkt, Miri. Und Katze, der auch stinkt. Steh dazu. Der komische Haarrad. Ha. Wenigstens habe ich noch Haare. Fies! 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 Wie er dachte, dass es mir jetzt gibt. Was ist jetzt los? Was? Warum? Ich häng. Der Server ist gerade gestorben. Okay. Ja! Server ist tot. Fies. By the way, ich bin hier in der Mitte gerade, Leute. Was okay. geht? Wie? Hä? Aber schön finde ich, dass sich die Pflanzen noch bewegen. Was zum Geier? Die Pflanzen bewegen sich noch. Ich kann meine Kamera noch bewegen. Oh, es geht weiter. Wer von euch hat den Server kaputt gemacht? Aber es geht doch weiter. Geht es bei euch? Ja, auch? Geht doch, geht wieder. Geht wieder? Oh ja, geht wieder. Zum Geier war denn das. Ich war gerade rausgetappt und habe meine Facecam einfach die ganze Zeit im Kreis liegen lassen. Leck des Todes. Ah, sowas von. Oh Mann. Katze, hast du ein Thema für heute? Nein. Hast du eins? Ja, hätte ich. Cool. Und zwar die Vergangenheit verändern. Oh, Butterfly-Effekt. Interessante Konzepte. Cool. Ja, hat einer in die Kommentare geschrieben. Sollen wir doch mal drüber reden. Schön, dass wir drüber geredet haben. Tschüss. Tritt nicht auf den Schmetterling. Wir haben das in der Vergangenheit gemacht. Wink, wink. Es ist aber so schlecht gelaufen, dass wir es verändert haben. Und jetzt reden wir doch nicht drüber. Miri, was machst du mit deinen... Achso, du willst Dünger haben, ne? Richtig. Ja, wir müssen erst Babystapler aufladen und dann müssen wir hin zum Laden fahren. Also, die Vergangenheit verändern. Vor allen Dingen insbesondere sowas wie Hitler aufhalten und sowas. Hat halt einer, also so in die Kommentare reingeschrieben, wie wir darüber denken. Und ob das, ja, was das wohl verändert hätte. So. Ich find's schwierig. Was weil das man weiß nicht. Hätte? Den Lauf der Geschichte. Ja, wow. Was, wenn einer nachgekommen wäre, der genauso wäre? Vielleicht sogar noch schlimmer. Richtig. Weiß man halt nicht. Das ist ja das Schwierige daran. Bei einer alleine ist es ja eigentlich nie. Irgendwo stehen da immer Leute hinter. Blaudi, bist du ein Mensch, der sich lieber auf eine Granate werfen würde, als dass zwei andere Menschen sterben? Auch wenn du diese Leute nicht kennst. Haben wir schon mal darüber geredet, dass du mir nicht immer solche Fragen stellen sollst? Nein, wo ich aber das lange ist wichtig für meinen muss. Nächsten Punkt. Also ich befürchte ja. Du würdest das tun? Ja, ich würde auch, wenn es irgendwo eine Schießerei geben würde, würde ich dem Typen auch eher eine auf die Fresse hauen, als mich selber in Sicherheit wiegen. Ich hätte vielleicht Angst dabei und so, aber ich denke, mir ist mein Leben nicht so viel wert, als dass ich dafür andere Leute nicht schützen könnte. Ich persönlich halte das für sehr schwierig, Hitler zu töten, weil ich ernsthafte Angst haben müsste, dass deswegen meine Mutter zum Beispiel nicht geboren wird oder mein Vater nicht geboren wird und ich damit de facto meine Familie töten würde. Nicht nur mich, sondern meine komplette Familie. Das stimmt allerdings. Meine Familie kommt auch teilweise aus Tschechien, wo sie geflüchtet sind damals. Ich wüsste halt auch nicht, ob es, also wahrscheinlich würde es uns nicht geben. Richtig, aber dann kannst du auch nicht die Vergangenheit verändern. Kann ich dir zu 100% garantieren, dass es uns nicht geben würde. Denn selbst wenn unsere Eltern zusammenfinden würden, heißt das ja nicht, dass ausgerechnet die Befruchtung in dem Moment geklappt hätte, die uns gezeugt hätte. Das stimmt. Das ist echt, echt schwierig. Also, ich würde nicht gerne die Vergangenheit verändern, auch wenn es so schlimme Sachen gegeben hat. Aber ich sag mal, wir sind das geworden, was wir sind, aus den Fehlern unserer Vergangenheit. Richtig. Und das ist... Die Feder oder das, was damals passiert ist, auch wie die Kreuzzüge und so, sind alle ganz furchtbare Sachen. Aber ich glaube, die Welt oder die Menschheit hätte sich nicht so entwickelt, wenn es nicht so passiert wäre, wie es passiert ist. Wenn immer alles glatt gegangen wäre, ich meine, das ist halt so, aus Fehlern lernt man. Wenn immer alles glatt gehen würde, dann würde sich kaum was verändern. Das heißt nicht, dass das damals nicht grausam war wie sonst was und man hätte am besten einen Scharfschützen auf Hitler ansetzen sollen, aber... Hat man bestimmt versucht, aber... Ja, natürlich, wir haben ein paar Mal versucht, ihn umzubringen. Mehr als einmal, würde ich behaupten. Ja, also du brauchst da kein Mal. Schlechtes Gewissen haben, dass du keinen bezahlt hast. Alles gut. Du warst der Name Schenk, da gab es doch auch jemanden, da gab es doch auch einen Attentäter und so. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, ist doch cool, ne? Hat nicht funktioniert. Nee, hat auch nicht.
Aber klar, also ich würde mich damit schwer tun, die Vergangenheit zu ändern. Also, ich weiß nicht, wer von euch, ist jetzt wieder doof, aber wenn man so Filme guckt mit Zeitreisen und so, die stellen das schon relativ realistisch dar. Die Leute, die sich da so Gedanken drüber machen, wie könnte was passieren und warum, wie würde das die Welt verändern, man sieht schon, dass so eine kleine Sache schon alles verändern kann. Miri, ist das Flüssigdünger? Ist das dieser blaue, schräg liegende Kanister? Ich Flüssigdünger glaube, könnte die Welt verändern, Leute. Kauf mal einen. Versuch mal. Hallo! Was im Auge, cool. Ja, geht. Gut. Also, ich finde, dass das extrem schwierig dargestellt wird in Filmen. Weil zum Beispiel Filme eben darauf hingehen, wenn das und das passiert, dann hast du eine Möglichkeit, dass du nicht existierst. Wenn deine Eltern nicht zusammenkommen, gibt es eine Möglichkeit, dass das nicht existiert. Wenn ich 1992 in 2 Jahre vor meiner Geburt hinreise und ein Auto fahre, das über die Stuttgarter, irgendwo in Stuttgarter Innenstadt über die Kreuzung fährt, während das meine Mutter dort auch in der Umgebung ist, dann bin ich ein vorher nicht dagewesener Teil in diesem Verkehrsfluss, der dazu führen kann, dass meine Mutter eventuell 2 Minuten irgendwohin zu spät kommt oder später ankommt, dementsprechend eine Person wie den Postboten nicht antrifft, deswegen 5 Tage später ein Paket aus dem Paketshop abholen muss, dann aber eben dort vor Ort vielleicht mitkriegt, dass der Paketshop dort viel besser ist als ihr alter Paketshop und deswegen 4 Jahre lang nur noch zu dem einen Paketshop geht, weswegen sie dann den anderen Paketshop vernachlässigt, wo sie potenziell eventuell irgendwann den Kaffee an dem Tag geholt hätte, der sie morgens fröhlich gestimmt hätte und abends mit meinem Vater zusammen in die Kiste gehüpft wäre. Jede einzelne Kleinigkeit, jeder Eingriff, die alleinige Tatsache, dass unsere Moleküle von der jetzigen Zeit in die alte Zeit zurückgehen, kann so viel verändern, dass es schon ab 2 Sauerstoffmolekülen in meiner Meinung nach so signifikante Veränderungen geben kann, dass wir gar nicht sagen können, dass diese Film-Picturists und sowas, sie sind für die Story nötig, dass es so dargestellt wird, aber es wäre rein wissenschaftlich oder rein logisch, haben wir ja eine bestimmte Anzahl an Molekülen in unserem Universum und sobald wir Zeit reisen, nehmen wir entweder den Platz der alten Moleküle ein oder der alten Moleküle müssten wir dann einnehmen, bedeutet, wir überschreiben unser altes Selbst. Wenn wir nicht existiert haben, müssten wir uns irgendwo einfügen und dementsprechend würden wir das Gleichgewicht im Universum auseinanderbringen. Ich finde, Zeitreisen sind eine extrem schwierige Geschichte. Hashtag Monologkatze. Naja, alles gut. Aber ich sehe das halt auch so. Also es ist halt echt schwierig, schwierig vorherzusehen. Also da reicht wirklich die kleinste Veränderung, die kleinste, und wir wären nicht mehr da. Beziehungsweise wären wir, da gibt es ja auch die Theorie der parallelen Universen, ne? Gibt es Paralleluniversen oder wenn man aus der Zeitlinie sich selber, also die Zeit so verändert, dass man nicht geboren wird, ist man dann, bleibt man dann einfach da in der Zeitlinie und kommt nicht mehr nach Hause. Richtig, oder was, wenn du zurückreist, gehst du dann in deine alte ursprüngliche Zeitlinie zurück oder bleibst du auf der du jetzt gerade bist? Also gehen wir mal davon aus, jetzt nur mal kurz gesagt, dass es Paralleluniversen gibt. Es gibt ja die verschiedenen Theorien in verschiedenen Situationen. Im DC-Universum zum Beispiel ist es ja so, dass die verschiedenen Universen auf verschiedene Vibrationswellenlängen sitzen. Bedeutet, wir nehmen alle denselben Raum ein, aber zum Beispiel vibriert das eine Universum, wo zum Beispiel jeder automatisch nach Tara ist und Evoli als Evolutionsstufe in Glurak gekriegt hat. Vibriert auf einer Ebene von 50 Hertz und unsere Welt, in der wir jetzt gerade leben, wo ein orangefarbener Toupet-Träger in den USA Präsident ist, das klingt irgendwie makaberer als die Sache mit dem Glurak, dass wir dann auf einer 100er Frequenz zum Beispiel vibrieren. Das würde dann aber auch gleichzeitig Paralleluniversen technisch mit sich führen, dass wenn wir eine Zeitreise machen und wir sagen, Zeitreisen oder Zeiten sind auch universumsanhängig, also wir ändern, wenn wir in der Zeit zurückreisen, nur das, auf welcher Frequenz wir auch schwingen. Dann würde das bedeuten, dass wir kein Paralleluniversum erschaffen könnten, in das wir zurückreisen können, sondern wir könnten nur in unser Universum zurückreisen. Weil wir ja nicht selbstständig anfangen können, auf einer anderen Frequenz zu schwingen. Wir kommen aus dem Universum, deswegen schwingen wir immer auf der 100er Frequenz. Wenn wir jetzt was in der Vergangenheit ändern und dadurch eine Split-Timeline erschaffen, dann würden die sich ja gegenseitig zerstören, wenn sie beide auf Frequenz 100 sind. Oh, bedeutet, wir müssten das erschaffen. Wir müssten also ein Universum erschaffen, wo das eine dann auf 101 ist. Und in das kommen wir dann aber nicht rein, weil wir nicht in der richtigen Frequenz schwingen. Ja. Also das ist weit komplizierter und von wegen zurückkommen ist sowieso so eine Sache. Nur weil du zurück in der Zeit reisen kannst, heißt das ja nicht, dass du in die Zukunft reisen kannst. Das ist richtig.
Ich meine, gab es ja auch so Sachen, wo die Zeitmaschine einfach nicht funktioniert oder so. Weißt du nicht, wie reist man überhaupt durch die Zeit, ja? Das an sich. Was ist die Zeit überhaupt? Ist die Zeit eine gerade Linie? Das ist die Sache. Also manche Leute sagen halt, es ist die Zeit wäre eine Art Fluss. Beschreiben sie als eine Art Flusch. Du behindertes Scheißding, jetzt geh doch mal da ab, ey. Wenn Blau die Probleme mit seinen Rheumatabletten hat. Es ist ein unglaublich massiges Thema, wo man viel drüber philosophieren kann. Und es ist sehr schade, dass ausgerechnet eine der Personen, mit der man darüber philosophieren sollte, kürzlich erst gestorben ist. Richtig. Das ist in Gedenken die Folge. Ja, genau. Ja. In Gedenken an Scooby-Doo. Nah dran. Ist okay, Katze. Lass du es bei Scooby-Doo. Ist okay. Ich meine, Zeit läuft ja auch nicht überall gleich schnell. In der Nähe von einem schwarzen Loch läuft die ja ganz anders als hier auf der Erde. Ja, gibt es die Möglichkeit, ich meine, so irgendwo hinzufahren, fliegen, dass die Zeit da langsamer vergeht oder schneller halt und man fliegt da im Prinzip hin und kommt nachher wieder, während die Welt, ich sag mal, 100 Jahre vergangen hat und du hast nur 2 Jahre verloren, ne? Ja. Ja, das ist ja auch schon bewiesen, dass es das gibt. Aber nicht so extrem. Aber trotzdem. Ja, aber es ist trotzdem so, dass wenn jemand nur um die Erde rumreist, theoretisch er weniger schnell altert, zwar auf einer sehr kleinen Punktebene, aber er altert weniger schnell und verbringt weniger viel Zeit als eine Person, die in dem Moment auf der Erde ist. Ja. Das Experiment wurde ja schon gemacht. Das wäre cool, ne? Kannst du einfach sagen, ja, ich gehe jetzt ein paar Jahre ins All und dann komme ich wieder und dann hat sich die Welt bestimmt verändert. Da haben wir kein Öl mehr und das ist sowieso Ding, 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 Ding. Das ist sowieso Ding, 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 Ding. Ding, Ding. Aber Öl ist Gift. Ja, Öl ist Gift, sowieso. Ja, ich denke auch. Also ich bin der Meinung, wir können die Zeit, wir sollten die Zeit nicht verändern, einfach weil es gefährlich ist. Vielleicht hat Kim Jong-un in der Zwischenzeit dann die Welt zerstört, weil er keinen Bock mehr hatte. Weil wir auf molekularer Ebene an der falschen Stelle waren. Das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass das passiert, weil Kim Jong-un ja seine Kindheit in der Schweiz verbracht hat. Und damit ist natürlich was wir hier tun in der Vergangenheit, in der Wahrscheinlichkeit höher, dass er Auswirkungen auf Kim Jong-un hat, als dass es auf Donald Trump Auswirkungen hat zum Beispiel. Stimmt. Oh Mann. Dann gibt es noch so ganz andere Fälle, was ich unglaublich lustig finden würde, ohne irgendwelche Sachen, ohne irgendwelche Risiken. Was würdest du, wenn du ohne irgendwelche Konsequenzen Zeit reisen könntest, vorwärts und rückwärts, was würdest du tun? Ha. Kann ich an jeden x-beliebigen Ort? Du kannst an jeden x-beliebigen Ort. Ohne Konsequenz. Boah. Ohne Konsequenz. Bedeutet aber auch, wenn du Hitler umbringst, dann bringt dir das nichts. Ja, ja, ne, ist schon klar. Also du kannst die Zeit kannst nicht verändern. Ich würde, glaube ich, einen Tag zurückreisen und den Taschentüchern ausweichen. Ich würde halt versuchen, zum Beispiel mal herauszufinden, ob das, was mich halt selber so interessiert oder bewegt, ob das alles der Wahrheit entspricht. Ne? Zum Beispiel halt einfach mal gucken. Gab es Jesus wirklich so, ne? So einfach mal das Biblische und da selber nachchecken, was man, wo man halt nur glauben kann, weil es halt nichts anderes gibt. Aber kannst du nicht mehr glauben, wenn du weißt. Ja, aber dann sehr auffallen als 2-Meter-Mann in Jerusalem um die Jahreszeit und um die und mit um der Hautfarbe. Vor allem mit dem Fies-Merch, Kopf-Fies-Merch. Nee, du weißt, dass da die durchschnittliche Größe von Menschen ungefähr bei 1,20 ist. Ja, aber ist ja vollkommen egal, das ist doch ohne Konsequenzen, selbst wenn ich da auffalle. Ja, ja, nee, aber ich find das gut, Alter. Da wird keiner mehr ans Kreuz genagelt oder so, sondern da sind die Leute einfach alle dran und haben Angst vor dem großen Bären Balu, ey. Ja, ist klar. Nein, einfach mal gucken. Also so gerade was. Also ich würde einen Blick in die Vergangenheit wagen, einfach gucken, was hat sich so getan und warum. Und ob das alles so stimmt, was in den Geschichtsbüchern stand. So Napoleon mal die Hand schütteln, aber wie ich so klein war. Und nee, war er nicht, das war eine britische Propagandamaschine. Ja, ich weiß. Und oder halt in die Zukunft mal gucken. Wo sitzen wir in 20 Jahren? Ja, das würde ich auch am ehesten machen, in die Zukunft gucken. Aber in 20 Jahren. So. Das, was ich halt nicht mehr erlebe, würde ich gern sehen. Ja, oder so. Wollt ihr jetzt einfach nur nicht gierig wirken oder seid ihr nie auf die Idee gekommen, 2 Tage in die Zukunft zu reisen und zu gucken, wo jetzt genau die Lottozahlen sind? Das würde ja nichts bringen, du hast gesagt, ohne Konsequenz.
Ja, ohne Konsequenz. Du kannst dich trotzdem noch dran erinnern, aber du kannst nichts verändern. Ja, dann darfst du auch nicht im Lotto gewinnen, weil du würdest ja dann was verändern. Ja, weil du was verändern würdest. Du veränderst ja was in der Gegenwart. Ja, aber du veränderst ja dann die Zukunft. Du veränderst es trotzdem. Du hast gesagt, ohne Konsequenz. Das heißt, du hast keinerlei Einfluss auf das, was morgen passieren würde. Und sobald du halt sagst, du würdest dein Lotto spielen, weil du die Lottozahl von morgen weißt, veränderst du was in der Zukunft. Richtig. Okay. Das ist also nicht die richtige Weil dann ist die Zukunft nicht mehr die Zukunft, die du gesehen hast. Vielleicht dadurch, dass du mitmachst, kriegst du ganz andere Lottozahlen. Genau. Stimmt. Ja, aber das wäre dann wieder so von wegen, es würde ja nichts passieren. Ja, ja, ist ja okay, wenn nichts passiert. Wobei, du hast Geld ausgegeben, was du vielleicht für was anderes eingesetzt hättest. Ja, also hast du was verändert. In der Zukunft, die du gesehen hast, hast du das Geld ja nicht ausgegeben. Ja. Wer weiß, vielleicht habe ich das für was ohne Konsequenz. Zum Beispiel für Merch. Genau. Aber Leute, ich würde sagen, das ist das zum Thema Zukunft. Wenn euch, was würdet ihr machen, wenn ihr durch die Zeit reisen könntet, würde uns interessieren. Und vor allen Dingen, würdet ihr die Zeit verändern, wenn ihr es könntet und warum? Schreibt es mal in die Kommentare, wir sind sehr gespannt. Eure Kommentare sind immer wieder spannend zu lesen. Wir freuen uns auf euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Guckt bei Miri und Katze vorbei und kauft unseren Merch. Bleibt schön feurig, tschüss. Tschüss.